Servus, erst so von so einem Tag. Ich bin am Sesselberg unterwegs, ist bei Hambach. Und ja, schau mich da so um. Ne? Da haben wir gedacht, nehme ich die mit, weil ich was schauen will. Und zwar, vor vielen Jahren war am. Also quasi heute davon, ne? Ist ja jetzt wurscht. Ein Riesenwald der Kreuzspinnen. Also da war an jedem Baum ein Riesenradnetz gehängt. Und das war auch so im Herbst. Und da aktuell bei uns halt viele Spinnen haben, haben wir gedacht, check ich heute mal daher und schau mal einfach mal so umeinander. Es ist leider so Farngebiet. Und weiter vorne kommen wir dann auch noch so Hohlwege. Ja, so einen alten Stress. Da ist also ein Altstraßenzug vorbeigelaufen halt da drüber. Ich glaube, dass das der Fischweg war sogar. Und auf dem Berg Rücken fahren, weil halt jetzt Richtung, ich glaube, Großschönbrunn geht. Also ist so ein Hochplateau und da war so eine von den größten steinzeitlichen Siedlungen der Region halt in unserem Landkreis. Also Mesolithikum und Neolithikum, also Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit und so, das ist ja eigentlich überall waren irgendwelche Rastplätze und Abschlagplätze und ja, war halt so Siedlungsspuren waren, wenn man das so bezeichnen kann. Also weil halt einer mal geguckt ist und hat zum Beispiel so Feuerstein bearbeitet. Aber da oben ist so ein richtiger, ja, da waren die schon ein bisschen länger halt. Und es ist ja so, dass der Bergzug ist so ein Sandberg, gell? Da hast du ja gerade gesehen, das ist so sandig und dann ist halt da vorne wird angegraben und da hinten auch. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis vielleicht sogar der ganze Berg weg ist. Ja, es ist jetzt bloß eine Mutmaßung, aber das ist echt krass. Hey. Die bauen da voll an und gehen so richtige LKW-Straßen über den Berg. Aber das ist jetzt mal wurscht. Ja, check jetzt mal der Führer. Ich habe meine Kamera dabei. Vielleicht finde ich auch spinnenmäßig irgendwas und wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch schon der Rest. Nein, da doch tatsächlich, das heißt Fischweg. Ja, so ein Altstraßenzug hat ja immer so Namen, gell? Eine ist die Bernsteinstraße, die andere ist die Eisenstraße, die andere ist die Goldene Straße und das kommt halt immer den Zweck an, was halt da transportiert worden ist. Überwiegend oder vielleicht halt einmal. Ja, da werden sie halt Fisch gefahren haben. War ja quasi reger Betrieb, also darf es nicht meinen, dass halt in der Frühgeschichte oder halt im Mittelalter dann nichts los war, Alter. Da war ewig was los. So auch mit den Siedlungsspuren aus der Steinzeit. Ja. Ja. Also dann, Freund der Nacht, schauen wir mal für die Waldfreund. You man. Ich weiß jetzt nicht, ob du die siehst, aber da sind Leute so Birken und so Farne. Ja. Da vorne waren auch Farne. Das ist so richtiger Farnwald. Da in dem Gebiet halt. Und das schaut im Herbst, wenn das halt. Naja, halt einfach schaut das cool aus, Alter. Ja. Ist dann so grün, gelb und rötlich. Das ist jetzt gerade dabei. Ich müsste aber jetzt durchstapfen und das mache ich nicht. Ja, was die wenigsten wissen, ist, dass Farn echt giftig ist. Ja, also der Adlerfarn ist giftig. Da darf jetzt Kinder nicht durchrennen lassen. Oder man rennt da nicht durch, aber generell, das wird aber so als ungiftig betrachtet. Aber das ist Giftpflanzen, haben das. Aha, ist so. Das da, gell? Alter, voll Teufel! Jedenfalls sind das Schwarzbär und da haben auch Preiselbeeren. Ist aber jetzt nichts dran. Und gibt es ja das quasi mit dem Fuchsbandwurm. Es ist eigentlich gar nicht erwiesen, weil der Fuchsbandwurm in dich reinkommt. Ja, also quasi, ob du das tatsächlich aufnimmst mit dem Verzehr
solche Früchte oder nicht, weil es wahrscheinlich ist, dass irgendein Fuchs irgendwo hinscheißt, ja, dann der Kot trocknet und du quasi die Eier halt einschnüffst. Das ist auch der Grund, warum dass in manchen Höhlen, wie zum Beispiel aktuell oder schon seit letztes Jahr oder vorletztes Jahr, an der Kupferberghöhlen, das ist so eine, ja, so eine coole Grotten ist das, so Höhlen halt. Da stehen an der Höhlenwand, Eingang-Ding, steht dort ein Vorsicht Fuchsbandwurm. Aber das ist nicht näher erläutert. Und das geht quasi tatsächlich darum, dass der Fuchs reinkackt. Ja. Und wenn du so in der Höhle umeinander rennst, dann wirbelst du den Staub auf und kann sein, dass du halt dir dann den Fuchsbandwurm holst, ohne dass du irgendwelche Waldbeeren gefressen hast. Ja. Genau. Weil, wenn das in der normalen Theorie ist, dass der Fuchs so scheiße, ich meine, der scheiße nicht auf das Biertel drauf, gell? Kann man sich denken, dass das wahrscheinlicher ist. Aber das würde ich bloß einmal so erwähnen, weil es gerade sicher ist. Voll gut, Alter. Okay, Alter, Spinnen haben quasi nicht. Ja, also war nicht, so wie gesehen. Alter, geht jetzt da mal Scheißmusik, Alter. Kann ich nicht sehen, hey. Grüezi, fix! Meine Fresse, Alter! Schalt denn jetzt die Scheiße aus, da. Drecks, iPhone, hey, meine Fresse, echt, hey. Kriegst die Krise, du, im Outback, Alter. Ja. So, also, jedenfalls habe ich jetzt den Ton wahrscheinlich weggeschnitten, da, wegen der Musik, nicht, dass mir YouTube mein Video sperrt, wie Urheberrechtsverletzungen. Ja, Alter, haben sie ja ganz, ganz horny, haben sie da drauf, hey. Wenn du irgendeine Musik verwendest, war nein, vergiss. Jedenfalls ist es so, dass jetzt da schon langsam das ist eingeebnet, gell? Und da ist der beginnt der Hohlwegszug. Schau mal, das ist ein riesen Hohlweg. Da haben mehrere Stränge. Habe ich aber, glaube ich, schon mal ein Video gemacht, aber jedenfalls bin ich jetzt für was anderem da. Zeige es dir wieder, weil kannst du schließlich nicht alle meine Videos kennen. Da kommt die Altstraße auf, hey. Ja, haben die damals auch du mit den Kutschen heute, ja, mit den Lasttieren und so, ne? Das ist halt Heimatgeschichte. Also, und das hat sich auch so richtig schön tieft, weil das halt quasi auch so ein sandiger Boden ist. Oh, auch die Steinzeit-Leute halt richtig cool gefunden haben, weil das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Hanglage, die geht nach Westen, gell? Und wenn so eine Steinzeit habt, da halt sein Lehmding, also quasi halt, dass er Hütten aufgemacht hat mit so Zweige und Fälle und so, dann war es halt so, dass halt die Sonne den Sandboden aufheizt und dann ist das ziemlich schnell getrocknet, ja. Das Wasser ist quasi nicht stehen geblieben und hat auch so leicht ablaufen können. Darum waren solche steinzeitlichen Siedlungsspuren oder Lagerplätze, ja, das ist ja quasi oder mesolithische Freilandstation zum Beispiel halt meistens oder halt überwiegend Richtung Westen und wenn halt der Boden passt, muss ich im Endeffekt alles lesen können. Alter, wenn da quasi kein Wald wäre, gell, bleibt da so Kiefernwald, was meinst du, was da vielleicht eventuell finden lässt an steinzeitlichen Scherben und also so Klingenmaterial halt, so Scherben von so Feuersteinen und so. Ja. Weil das ist nicht bloß der Dreh, wissen sie es halt. Aber da hat wahrscheinlich nur keiner geschaut, ja, weil es ja alles verwurzelt. Aber deswegen quasi weg war, Alter, du, ich garantiere dir, dass das rege Siedlungswesen gehabt hat. Das ist ja auch so ein
hoher Berg. Weil in der Jungsteinzeit zum Beispiel, haben sich die Leute ja, da waren sie dann schon ein bisschen so sesshaft. Da ist das quasi übergegangen von der Wanderei, ja, zum Bleiben. Ne? Und da hast du weit ins Land gesehen, halt ins Hahnbacher Becken siehst du. Und wenn dann irgendwelche Tierherden gezogen haben, dann und die Kameraden da bei der Stelle. Ein optimales Plateau. Hey. Ja. Genau. Und so weiter und so fort. Ne? Wo ist das? Hey? Das sind so Sandwespen. Ja, so Insekten halt, weil da wohnen. Cool, ne? Dann haben wir nicht da. Und warum haben sie nicht da? Weil wir nämlich halb zwei haben, die haben in der Arbeit. Da war da hinten auch noch tiefe Hohlweg. Da sind quasi mehrere. Erstens hat es den Sinn gehabt, dass halt manche von den Freunden wollten ja da rauf und andere von den Freunden wollten da runter. Ja, aber das war nicht der Hauptgrund, weil das war halt einfach so, dass irgendwann war der Hohlweg so tief, ja, dass dann so Zeug halt nachgefallen ist oder so Geröll drin war, dass der mit seinem, ja, vielleicht Ochsenkarren dann nicht mehr aufgekommen ist. Ja, also sagt, Alter, Jolo, ich gehe einfach daneben. Naja, und dann ist er halt im Endeffekt daneben gegangen. Und dann ist das auch wieder ein Hohlweg geworden. Darum ist der Alters sie eigentlich meistens in der Mitte zu finden vor so einem Hohlwegstrang. Ja, weil alle anderen haben halt quasi dann daneben gegangen. Genau, da geht's auch. Ja, und das siehst du halt cool auf so Berghänge halt, weil da oben hat sie sich dann wieder eingeebnet, das ist ja nicht so tief bin dann. Und im Tal halt im Endeffekt auch, aber der eine halt immer über die Berge. Ja, schau mal, da war so eine Esoterik-Hans, die hat da solche Sterne aufgestellt. Ja, da vorne. Und da, Alter, leck mich doch am Arsch, hey. Meine Fresse, echt, hey. Unglaublich, du. Ja, schön, schau aus wie in Tibet. Brauchst du jetzt bloß so Gebetsfahnen hingehalten, dann kannst du mal, ich bin am Himalaya, hey. Ja, da, wenn ich mal Winter hergehe, mache ich weiß, so ein Fake-Foto. Bin ich gerade in Nepal, poste ich dann auf Twitter, sonst alle Wahnsinn, hey. Ja, spannend, ob das wieder auffällt, dass da vielleicht keine Kiefern wachsen. Da ein so Fuchsbau. Zeig. Ja. Ja, ist auch nicht. Manche Leute denken, also wie soll ich das sagen, gibt ja quasi Spiritualität. Ja. Ich bin ja auch der spirituelle Mensch, gell, so. Das hat halt alles seinen Zauber. Aber die messen dem aber so eine enorme Bedeutung dazu und pauschen das so auf. Ja, wenn du das da sehen in der Natur hast oder das einfach geil findest oder halt einfach, ja, einfach das spürst halt. Da brauchst du nicht solche Arschlochteile da hinstellen. Ja, finde ich eher hinderlich, weil dann konzentrierst du dich auf den Greifel da und siehst nichts anderes. Vielleicht die zauberhafte Nacke, die da oben. Oh, jetzt mal kurz Rast. Jetzt halt oben da. Da war noch der Schnurrenwichs, Alter. Meine Fresse, du echt, auf die letzten 100 Meter. Ja, aber jetzt bin ich ja quasi heraus. Da ist auch cool im Nebel, hey, da sind so einzelne Bäume, zeig jetzt dann auch nochmal. Also quasi unten ist einer und dann. Da vorne kommt auch noch mal so ein Ding. Ja. Es hat jetzt zwar nichts von so einem, ich habe den Namen vergessen, von so einem Schachten im Bayerischen Wald. Ja. Aber cool ist schon so ein einzelner Birnbaum und was halt da nicht alles ist. Ja, und dann siehst du es halt da oben, gell? In das Hahnbacher Becken, Alter. Ja, was das ist, halt, ist jetzt zeige ich dir mal was anderes. Der ist Hahnbach. Yo, man! Also jetzt trinke ich erst mal was. Das ist halt das Problem, Alter, weil ich bin jetzt quasi die Berge oben gerannt, Alter, jetzt renne ich quasi an der Führung und dann renne ich den Berg wieder auf. Hey. Ja, weil die Leute sagen aber, ja, du gehst ja gerne wandern, hey, ich gehe scheißen gerne wandern. Ja. Ich muss halt immer so weit laufen, dass ich das sehe, was ich sehen will. Ja, Alter, wenn ich da ein Pferd hätte, ich wäre der Erste, der da hinreit. Yo, man! Ja, Mann, hey, also das... ja, das ist schon weit, Alter, ja. Egal, jedenfalls ist da vorne ein einzelner Baum, dann ist da ein einzelner Baum. Und die hat jetzt quasi da oben, Alter, und dann nur hinter den anderen Baum und dann geht der Weg wieder auf und wieder zurück. Ich wollte nicht so lange rasten auf der Bank, weil da war so ein Hirschl aus Wichs, Alter. Ja, haben wir schon gleich gedacht, hat mich gewundert, dass da noch keiner vorbeigeschaut hat. Aber ein Pfeil gerade habe ich dann gehabt. Ja. Aber wurscht, bisschen hat er mich nicht, weil die quasi eh dämlich sind, Alter.
Gott sei Dank wuseln die so umeinander in deine Haare, dass du die Arbe siehst. Hab mich quasi noch nie einer bissen. Aber es ist jedenfalls so, dass die Wichser saulässig sind. Ja, und du kannst theoretisch auch krank werden, wenn es den einer schafft, dass er die beißt. Ja. Genau. Also das ist ja quasi so richtige Wiesenfläche. Was ich da schön finde zum Beispiel ist auch, dass halt, wenn es zur Nacht ist oder so, den Sternenhimmel, Alter, und die Lichter der Nacht, ja. Ja, ist super. Und auch der Nebel, ne? Da ist jetzt auch noch so ein einzelner Baum und mein Weg führt jetzt dann auf in den Wald zurück zum Auto. Und ich sag da mal eins, wahrscheinlich ist der Flock eh zu lang. Mir ist es zu lang. Ich will, also zwischen 3 und 5 Minuten ist für mich der optimale Flock. Schaffe ich aber nie. Ja. Jedenfalls melde ich mich erst wieder beim Auto. Genau, nicht dass das nur länger wird. Weil es dauert ja jetzt auch noch. So, bin ich bald wieder beim Auto. Da kann man jetzt in die Grummel schauen, weil ich am Anfang des Videos gezeigt habe. Hey, zwischen 11 und 12 Hirschlausflinger habe ich an mir dran gehabt. Hey, jetzt auf den Weg von da unten bis jetzt auf. Hey. Also quasi im unteren Bereich. Hey, übelst du, ohne Scheiße. Hey. Ich habe mich aber anschauen müssen. Da wäre so fliegende Zecken, einfach voll die Arschlöcher. Ne? Genau, Human. Jedenfalls bin ich jetzt wieder im Auto. Da ist jetzt das Windradl, ob das jetzt Donner war oder das Beladen eines LKWs. Weiß ich nicht, da kommt es ziemlich grau. Ich verabschiede mich mal. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Let's fetzen, so fahrt's. Juhu!